Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alice Citizen auf der Gödenstedt Map. Noch immer auf dem Weg, das Stroh hier zu verkaufen und danach meinen Traktor dann irgendwie zuzunehmen, damit ich ein bisschen Geld spare. Der Fendt müsste ja nicht noch fahren. Der Helfer müsste eigentlich auch noch funktionieren, aber nicht unterbrochen. Von daher sollte alles noch funktionieren, wie es sein sollte. Sehe ich ja dann, sobald es noch nicht Probleme gibt. Aber es war ja Feld 9, dann links hoch, geradeaus. Diesen BDA-Stroh ankommt. Schauen, ob es klappen wird. Wird zwar jetzt nicht so viel bringen, aber 27.000. Sehe ich dann, sobald ich da oben angekommen bin. Zumindest auch mal interessant, wenn man mal den Rand der Karte sieht. Nicht nur den Mittelpunkt oder andere Dinge. Na komm, fahr auf der Straße. Auch wenn es hier niemanden gibt, der uns beobachten könnte. Das einmal, was ich mal machen muss, ist mir ein Feld suchen, was leer ist. Wo man vielleicht auch noch Mais anbauen kann. Gibt ja diesen Anfangshäcksler, wo man vorne dran hängt. Kann ich da zumindest ein bisschen Silage machen. Dann die Kühe auch schon mal wieder was haben. Wasser kann man sich ja natürlich auch so besorgen. So, Kiste alleine hoch, da muss ich auch steigen. Kiste alleine hoch. Rechts müsste der Strohankauf sein. Und wie viel wiege ich? 13 Tonnen. Naja, bin ein bisschen mehr vorgestellt. Also irgendwo hier soll der Strohankauf sein. Aus dem hier ein Gebäude. Das hier ist der Strohankauf. Na dann, können wir hier auch schon mal die Tür öffnen. So, 48.000, 49, 50, 51, 2, 51, ungefähr 3.000 bis 27.000. Ja. Besser als nichts. Aber bringt ja auch nicht so viel, den Stroh zu verkaufen. Wurde nur nicht, dass ich da wieder einen Freund anhängen habe, mit dem ich dann nichts anfangen kann. Der Fett war ja auch schon im Verkauf. 35 auf 48.000 hoch. Jetzt natürlich dann nur schauen, dass ich ein Feld finde für den Mais. Wobei, ist denn eigentlich schon Mais um angepflanzt? Hier haben wir ja so viele Felder. Körnermais. Bei Feld 5 und bei Feld 22. Wie sieht es wachstummäßig aus? Das ist ein Wachstum. Von der Farbe her würde ich sagen, erste Wachstumsstufe. Ah, zwischen der ersten und der zweiten Wachstumsstufe. Also Feld 5 und Feld 22. Muss ich mir merken. Na, Fanfan, bis wieder zu Hause. Jetzt ist er zu Hause. Weil wie viel Weizen hat er da schon eigentlich eingelagert? 21.000. Kurz draufgehen. Abfahrer entlassen. Weizen. Fahrer einstellen. Ich weiß, Tab sehen nicht so viele Leute gern.
Aber es ist eben der schnellere Weg. So, jetzt dann hier rechts rein, dann geradeaus. Was ich unbedingt machen muss, ist auch die Suche nach Wasser. Ob es da irgendwo einen Hofbrunnen gibt oder ob ich irgendwo einen See oder sowas finde. Ich glaube nicht, dass hier ein See verbaut wird. Ja, die Produktivität der Kuh ist niedrig, ich weiß, da fehlt Wasser. Vor allem Futter fehlt dort. Bin ich mal gespannt, wie ich irgendwo Wasser finden werde. Müsste auch wieder meinen Controller mal anschließen. Ist angenehmer zu spielen dann. So, eine Einfahrt weiter, da muss ich rein. Vorsicht, Fußgänger. So, mal schauen, wo es hier Wasser gibt. Jetzt lasse ich erstmal hier stehen. Wo könnte es Wasser geben? Das ist die Tankstelle, das war. Das ist die Güterbude. Fühlt die sich auch schon langsam oder ist es einfach nur. Na? Schwappst du nochmal rüber? Na, fühlt sich auch langsam. Füllstand 0. So wie dazu, es fühlt sich langsam. Trotzdem, wo könnte hier auf der Karte Wasser sein? Der Robert spielt durch den Reifen, weil er wieder vom Baum hängt. Du jetzt auch Probleme. Ja. So, die Suche nach Wasser. Auf jeden Fall erstmal. Nein, falsch. Tiere war das. Nee, so ein Holzstapel. Ich dachte schon, ich hätte was gefunden, was so ähnlich aussieht. Vorsicht, Kätzchen. Würde mich aber echt mal interessieren, wo es hier Wasser gibt auf der Karte. So, mal Kontrolle machen. Aus der das lag, kann ich, dass ich naja dann noch Treibstoff oder sowas reinmache. Du kannst eh noch Wasser laden, gut. Zur Not muss ich eben schauen, wie wir irgendwie so einen Wasserturm gibt es hier am platzierbaren. Irgendwie
verkaufe, die dann irgendwo hinstelle, mich dann Wasser finden kann jedes Mal. Aber für das eine Mal da, das ist ein bisschen schade, das Geld auszugeben. Aber irgendwo mal am Hof muss es ja Wasser geben. Vielleicht gibt es so bei den Schweinen irgendwie so einen Brunnen. Falsch abgebogen. Eins weiter. Kühe wissen es bestimmt, aber die sagen es mir nicht. Hier kann ich nur tanken. Ist ja auch noch die Tankstelle. Ach komm, bevor ich da jetzt ewig suchen muss. Was kostet denn eigentlich der Wasserturm? 18.000 Euro. Naja, stellen wir den hin. Kostet zwar Geld, aber es sind nur noch 18.000. Das ist auch ein großer Fans. Der kommt gerade zu, dazu war er schon verkauft. So, die lasse ich jetzt hier stehen. Die bringe ich jetzt weg. Garage, umschalten, mieten, zurückgeben. Auch noch ein bisschen Geld gespart. Fan fahre ich jetzt von alleine da hoch. Abfahrer entlassen. Der hat seine Aufgabe jetzt mal erledigt mit dem Verkauf. Kann der jetzt mal die Kühe füttern gehen? Beziehungsweise den Kühen Wasser geben. So, richtiger Trock. Ja. Wie geht's eigentlich den Tieren? Müssen zwar noch nicht so gut gehen, aber Silage, Heu, Kraftfutter. Heu ist ja eigentlich nur mähen, wenden, einsammeln. Naja, mal abwarten. Bestand Produktivität 0. Produktionsrate 000. Misthaufen. Ich glaube, da wo ich das Gras reingeschüttet habe, ist glaube ich der Misthaufen. Wenn es hier anfängt zu wachsen, ist es der Misthaufen. Ansonsten könnte ich mir nicht erklären, wo sonst der Misthaufen auftaucht. Ja, wieder böser Hänger. Aber, was ich noch machen könnte, wo war der? Bei Tiere, glaube ich. Schauen wir mal einen kleinen Bot decken aus. 12.000. So, den hole ich jetzt mal. Das Frontgewicht mache ich ab. Einen kleinen Aufräumbot mal holen. Da schon mal ein bisschen die Kühe da sauber halten kann.
Da gibt es auch ein Echtleben. Habt ihr schon ein paar Videos gesehen auf Google und YouTube? Dass es diese Futterschiebroboter wirklich gibt. In manchen Stellen, in manchen Großbetrieben. Von daher, so unrealistisch ist das Ding eigentlich gar nicht. So, mal schauen, wie ich den transportieren kann. Ob ich den überhaupt transportieren kann. Ah, von da schon mal nicht. Ah, Klappe lässt sich öffnen. Kann ich ihn ja jetzt so transportieren? Bin gespannt. Naja, der Piepsen. Piepsen ist immer böse. Und lässt es jetzt transportieren? Ah. Was soll dieser Salz mit dem transportieren? Es war vielleicht eine böse Arbeit, das Ding auf den Tieflader zu bekommen. Schön, dass es sich auch so transportieren lässt, ohne dass man da einen Tieflader oder Frontlader holen muss. Ich weiß, überholen in einem Dorf ist nicht erlaubt. Weil ja gar keiner gesehen eben. Naja, bin ich mal gespannt, ob der Bot auch funktionieren wird. Ich hatte zwar das Vorgängermodell, diesen Yeti Ludo 100. Der hat sie ja automatisch gemacht jedes Mal. Ich bin mal gespannt, wie der da reagieren wird. So, zuklappen. Brauche ich nicht. Es stand in der Beschreibung drin, dass man den in die Mitte machen muss. So, machst du das auch richtig oder machst du das falsch? Z, Winkel erhöhen. Ah, vielleicht noch ein bisschen mehr. Seine Arbeit macht auf jeden Fall schon mal. Naja. Schöner kleiner Gehilfe. Also den Tierbau und eine Silage und alles andere. Ja, Vorsicht, Fendt im Rückwärtsgang. Zur Not muss ich wieder noch einen zweiten Bot hinstellen. Der dann da hinten den kompletten Raum macht. Ich zähle immer nur 8 Kühe. Oder diese Performance-Beschränkung. Pro 10 Kühe nur 8 Stück oder sowas oder so und so viel. Keine Ahnung. Jedenfalls wollen wir hier erstmal Schluss machen, bevor es dann wieder zu lang wird mit der Folge. Der Futterschieber funktioniert ja. Zum Not muss ich noch einen zweiten hinstellen, der die untere Hälfte dann macht. Kätzchen jagt schön ihre Mäuse. Pass aufs Mähwerk auf, könnte unschön werden. Ja, Mäuschen gefunden. Genauso wie meine Katze, die spielt auch lieber damit, anstatt sich irgendwas zu machen. Naja, gut. Wie in jeder Folge auch hier, ein Kommentar, ein Like, ein Abo wäre natürlich auch schön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.